Während die Staatsanwaltschaft wegen solcher Delikte ganze Aktenschränke untersuchen muss, schauen wir wegen eines großen Verbrechens in einen anderen Schrank. So, und hier ist Philipp Simon. Morgen. Alle Spinner sind schon da. Na, wo geht's denn hier zur Quelle? Wo ist der Ursprung des Wahnsinns? Ich brauche jetzt dringend erstmal Wasser. Wasser ist Leben. Und es ist genauso geschmacklos wie der moralische Geisteszustand in diesem Land. Ich bin doch nicht alleine. Hier spinnen doch alle. Diese Welt ist vollkommen verrückt. Da hilft nur noch Wasser. Und zwar nicht in Flaschen, sondern in Form einer biblischen Sturmflut. Und es ist völlig wurscht, ob bei Angela Merkel die Macht bröckelt oder bei Horst Seehofer das Hirn. Wir müssen zurück an den Ursprung menschlichen Überlebens. Wasser, darum geht's. Wo ist es denn jetzt? Ich fühle mich langsam wie der Äthiopier, der einen Halbmarathon zu seinem Brunnen joggen muss. Und dann staunt er, weil ihm Nestle das ganze Grundwasser abgepumpt hat. Tja, Globalisierung ist eben doch nur ein frisches Wort für Kolonialismus. Und die Globalisierung macht das Wasser für den sehnigen Äthiopier unerreichbar. Der könnte sich zwar theoretisch die Brühe aus seinem Brunnen kaufen, aber ist er wirklich bereit, dafür einen ganzen Wochenlohn zu zahlen? Verstehen Sie das? Man pumpt das Grundwasser aus dem Boden, auf dem die Menschen leben, und verkauft es ihnen dann. Und damit verdienen die in der Schweiz jährlich ca. 7,5 Milliarden Schweizer Franken. Das ist moderner Kapitalismus, ganz nah am Menschen. Dinge teuer verkaufen, die ursprünglich mal uns allen gehört haben. Aber was erzähle ich Ihnen das alles? Wissen Sie doch eh schon, oder? Haben Sie doch schon die tolle Reportage im Fernsehen über die bösen Wasserhersteller gesehen, nicht wahr? Natürlich wissen wir alles. Das Problem ist, dass wir mit unserem ganzen Wissen nichts mehr anfangen können. Wir leben in einer Epoche der hochinformierten Ignoranz. Wir spinnen auf einem Level, den Sie medikamentös gar nicht mehr behandeln können. Der moderne Mensch denkt ohne Vorsatz, spricht ohne Erkenntnis und handelt ohne Konsequenz. So wie sonntagsabends bei Anne Will, wenn man wieder bei Wasser und Schwachsinn darüber philosophiert wird, wie man Fluchtursachen bekämpft. Da kann man nur hoffen, dass da irgendwann mal einer an seinem Glas Selters erstickt. Da wird dann nämlich glasklar, in Europa können sie noch durch Wasser sterben. Diesen Luxus kann sich der Äthiopier gar nicht mehr leisten. Es sei denn, er ist verzweifelt und probiert es mit Salzwasser aus dem europäischen Mittelmeer. Das klappt häufig ganz gut. Die Frage ist, wie lange reicht das Trinkwasser denn noch bei uns? Bestes Beispiel Vittel, also nicht die Flasche, sondern der Ort. Da pumpen die Schweizer Schirmherren globaler Ausbeutung jedes Jahr 750 Millionen Liter Wasser ab. Und wenn ich jetzt mal hier auf die Tische schaue, stelle ich fest, in Köln werden die nicht getrunken. 750 Millionen Liter Wasser. Und wissen Sie, was die jetzt in Vittel rausgefunden haben? Das Grundwasser wird knapp. Waren die auch völlig überrascht. Die Bauern fahren jetzt mit ihren Traktoren schon in andere Orte und holen da Wasser, um ihre Tiere zu versorgen. Und weil sich alle einig sind, dass das so nicht geht, hat man jetzt eine ganz verständige Lösung gefunden. Man baut für 20 Millionen Euro eine Pipeline, um die Leute in Vittel mit Wasser zu versorgen. Und zwar, indem man es woanders wegnimmt. Wer ist denn jetzt eigentlich der Verrückte und wer der Wahnsinnige? Aber das ist zeitgemäßes Krisenmanagement, um wirtschaftliches Wachstum zu sichern. Die Flurschäden der Unternehmen werden auf die Bevölkerung umverteilt. Das fängt beim Wasser an und hört beim Diesel noch lange nicht auf. 844 Millionen Menschen auf diesem Planeten haben keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Und da können Sie jetzt mal in Ruhe überlegen, ob die 2 Millionen Flüchtlinge, die in den letzten Jahren zu uns gekommen sind, wirklich die Obergrenze sind. Denn wenn sich rumspricht, dass wir in Deutschland
täglich pro Kopf 122 Liter Wasser verbrauchen, dann könnte es passieren, dass 844 Millionen Menschen bei uns mal auf ein Gläschen Gerolsteiner vorbeikommen. So, gibt es jetzt irgendwo noch ein Gläschen Wasser oder ist die äthiopische Dürre hier schon am Kölner Hauptbahnhof gelandet? Ah. Herr Becker. Ja. Sie sind ein echter Humanist. Ja, gerne, Philipp. So ist er, der Kölner. Hat ein großes Herz, er ist ab in den Schrank. Philipp Simon! So. Wunderbar.